Ja, beim Klimawandel spricht man ja auch von globaler Erderwärmung. Das heißt, es geht in erster Linie erstmal darum, dass sich die Erdoberfläche und die unteren Luftschichten erwärmen. Das kann man eben auch schon messen. Weltweit ist die Temperatur schon um ein gutes Grad angestiegen. Die Erwärmung sorgt dafür, dass auch der Meeresspiegel steigt, auf der einen Seite, weil Eis schmilzt, Landeis, auf der anderen Seite, weil die Ozeane auch sehr viel Wärme aufnehmen aus der Luft und dadurch erwärmen sie sich nicht nur, sondern sie dehnen sich eben auch aus, was eben dann auch wieder Meeresspiegelanstieg bedeutet. Und dann, abhängig von der Region, wird es natürlich auch eine Änderung der Wetterextreme geben. Bei uns in Deutschland betrifft das in erster Linie die Temperaturextreme. Das heißt, wir werden mehr mit Hitzewellen zu rechnen haben, aber auch verstärkt mit Starkniederschlägen. Aber in einigen Regionen, wie zum Beispiel Ostdeutschland, auch mit mehr Dürre. Ja, für die urbanen Räume gilt natürlich Ähnliches. Das wird regional sehr unterschiedlich sein. Aber pauschal kann man sagen, dass natürlich gerade in Städten die Hitzeextreme immer etwas höher ausfallen als im Umland. Andererseits sind Städte natürlich sehr stark anfällig gegenüber Starkniederschlägen. Das erleben wir ja auch immer wieder, weil sehr viel Versiegelung vorhanden ist. Das Wasser kann gar nicht abfließen. Und das Dritte, wenn man denn an der Küste wohnt, dann muss man sich natürlich auch mit dem Meeresspiegelanstieg auseinandersetzen. Das gilt für Metropolen wie Hamburg beispielsweise, aber im Ausland auch für Metropolen wie Miami oder New York. Also insbesondere auch in den Industrienationen. Das sind nicht nur Länder wie Bangladesch beispielsweise oder die tiefliegenden Inseln, die hier durch den Meeresspiegelanstieg bedroht sind. Also die Sturmaktivität, zumindest wenn man die typischen Stürme nimmt, die sich über dem Nordatlantik entwickeln und dann hierher ziehen, da ist nichts zu sehen. Da gibt es sehr starke Schwankungen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Gleichwohl sind wir natürlich anfälliger geworden gegenüber Wetterextrem, aber das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Klimawandel zu tun, sondern einfach mit der Verdichtung der Räume und zum Teil auch mit Nachlässigkeiten. Wenn ich beispielsweise an die Bahn denke, dann hat man natürlich sehr viele Dinge abgebaut und das rächt sich jetzt und man ist nicht mehr so gut auf Wetterextreme vorbereitet, wie man mal gewesen ist. Ja, wenn man mit dem Klimawandel umgehen möchte, gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Man kann versuchen, ihn, soweit es geht, zu begrenzen. Man spricht in diesem Zusammenhang von Mitigation, das heißt also den Ausstoß der entsprechenden Gase, allen voran des Kohlendioxids, zu verringern. Auf der anderen Seite sehen wir, dass wir das in den letzten Jahrzehnten nicht geschafft haben. Und das Einzige, was zählt, ist der weltweite Ausstoß. Und insofern muss man sich auf jeden Fall auch mit der Frage der Klimaanpassung beschäftigen. Das ist eben der zweite Punkt. Und je länger wir warten, je weniger wir tun bei der Mitigation, umso mehr müssen wir uns natürlich um die Klimaanpassung kümmern. Und das ist etwas, was auch so in der Politik schon längst angekommen ist, denn die Politik weiß, dass sie eben bis jetzt jedenfalls komplett versagt hat bei der Mitigation. Die weltweiten CO2-Emissionen, die steigen ja seit vielen Jahrzehnten an und seit es die internationalen Verhandlungen gibt, seit den 1990er Jahren, ist der weltweite Ausstoß um 60% gestiegen. Das heißt, es ist auch nicht in Sicht, dass hier sehr schnell was passiert. Umso wichtiger wird deswegen immer mehr die Anpassung und gerade auch in den urbanen Räumen, weil immer mehr Menschen leben ja inzwischen in urbanen Räumen. Ja, wir müssen, glaube ich, zwei Dinge beachten. Auf der einen Seite müssen wir auch sehen, dass die Hitzeextreme nicht zu stark werden. Das heißt also, Beschattung ist ganz wichtig, Bepflanzung ist ganz wichtig.
Auf der anderen Seite muss man sehen, dass man der Wassermassen, die durch Starkniederschläge auf uns niederprasseln, besser Herr werden kann. Das heißt also, man muss versuchen, die Kanalisation anzupassen. Andererseits muss man auch mal sehen, ob man nicht beispielsweise durch die Begrünung von Dächern einen gewissen Verzögerungseffekt einbringen kann, damit eben die Wassermassen nicht sofort auf die Erdoberfläche fallen, sondern es gewissermaßen so einen kleinen Zwischenspeicher gibt, damit eben innerhalb kurzer Zeit nicht alles, was ein Niederschlag runterprasselt, dann sozusagen von der Erdoberfläche auch aufgenommen werden muss. Wo man etwas sieht, ist bei den heftigen Gewittern bis hin zu Tornados. Das kann tatsächlich passieren, dass sich diese Dinge intensivieren und noch häufen werden. Und da ist natürlich gerade die Vorwarnzeit extrem gering, weil bei Tornados beispielsweise weiß man beispielsweise nie genau, wo denn sie auftauchen, ob sie überhaupt auftauchen. Und insofern wäre schon wichtig, auch bei der Vorhersage, bei den Warnsystemen weiter voranzukommen. Und andererseits müssen die Menschen auch Extremwetter ernster nehmen. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Und deswegen ist es auch immer wieder zu tragischen Todesfällen gekommen, weil man eben doch dann das sichere Zuhause verlassen hat und halt nicht auf die Warnung gehört hat.